Ein St. Pauli-Souvenir für die Ewigkeit. Liebe, die unter die Haut geht. Es geht am Nacken los, über den Arm, übers Dekolleté, vorne, der Rücken. Es geht die ganze Zeit immer so weiter. Das war nicht das Letzte. Und die dunkle Seite des Partyreviers. Unterwegs mit der Kiezpolizei. Du rauchst ja jetzt hier keine Crackpfeife, während wir hier stehen. Wir haben hier auf St. Pauli ziemlich viele Gewalttaten. 23.4.15.0. Wenn ihr mit den beiden Damen durch seid, dann die andere Person bitte nach 16. Auf Deutschlands weltberühmter Meile geht es in beide Richtungen. Nach ganz oben und ganz unten. Und mittendrin die Davidwache. 23.4.15.0. Wenn ihr mit den beiden Damen durch seid, dann die andere Person bitte nach 16. Im zweiten Stock das Herz der Wache. Alle Brennpunkte des Viertels haben sie hier im Visier. Christian Voss ist an diesem Abend gefordert. Es gab viele Festnahmen. Doch wohin mit ihnen? 23.4, dann holst du die Gewahrsamnahme danach ab und ich besorge dir einen Platz zwischendurch. Jetzt haben wir keine Kapazitäten mehr, die Zellen schon voll, ne? Also so schnell geht das. Und dann muss ich jetzt telefonieren, weil ich jetzt rauskriegen muss, wer denn Lust hat, uns die abzunehmen. Ist auch immer so eine Sache. Die Videoüberwachung. Auch ein Notrufsystem für Türsteher. Wenn wir denn hier zu tun haben, dann bekommen wir nicht immer alles sofort mit. Und bei den Türstehern ist das so, dass die sich das zur Angewohnheit gemacht haben, wenn die Ärger bekommen, in Form von Schlägereien oder anderen körperlichen Auseinandersetzungen, dann blenden die mit ihrer Taschenlampe in die Kamera rein, dann blitzt das hier auf, weil das eben HD-Kameras sind, das ist dann ganz empfindlich und dann werden wir darauf aufmerksam und dann wissen wir ja anhand der Örtlichkeit genau, wo das ist und können dann relativ zügig dann Kräfte entsenden. Einsatz für Diana Kollmorgen und Kai Ruge. Sie gehören zu einer Sondereinheit. Dienstgruppe operative Aufgaben. Ja, mal mit, Michael. Da vorne steht einer auf der Fahrbahn. Vielleicht sind die das? Ja. Ah. Ja, wir haben den Anrufer. Ganz ehrlich, du ziehst hier unsere Freundin ab. Wir haben mein Handy geortet und ich sag genau, so, auf jeden Fall. Lass ihn reden. Einer der vermeintlichen Diebe, ein Junkie, hockt teilnahmslos am Boden. Wir waren in der Tante Emma Bar und haben gekickert. Und dann war auf einmal, als wir gehen wollten, die Tasche weg von meiner Freundin Lea, die da vorne ist. Und dann haben wir das Handy zurückverfolgt über eine App und haben ungefähr den Standort gefunden. Sind dann hierher gelaufen, ungefähr zwei Querstraßen davon entfernt, und haben das Handy angerufen. Und dann hat es geklingelt. Und dann haben wir die Herren da vorne auf der Treppe sitzen sehen. Und das Telefon hat dann vibriert und geklingelt. Und er hat es dann über seinen Rücken weggeschmissen. Und dann haben wir sofort die Polizei kontaktiert. Gut, dann kümmern wir uns gleich um euch und gucken erstmal, was ist das für eine Tasche? Was? Lea? Lea, komm mal kurz her bitte zu den Wappen. Was für eine Tasche ist das? Das ist eine schwarze Ledertasche mit silberfarbenen Nieten drauf. Die Hände nach vorne, sodass ich die sehen kann. Ist da irgendwas drin, woran ich mich verletzen kann? Spritzen, irgendwas? Nein. Das Handy ist also wieder da. Fehlt noch die Handtasche. Also hier sehe ich jetzt erstmal keine Tasche. Da sind nur. Ist so ein Ausweis dabei? Die Lage unübersichtlich. Die Befragung wenig effektiv. Sag mal, du rauchst ja jetzt hier keine Crackpfeife, während wir hier stehen. Bist du nicht ganz dicht oder was? Ich glaube, es hackt. Ja. Ich hab Zigarette geraucht. Auf dem Boden Reste eines Tütchens mit Crack. Ein größeres Stück ist da noch, ne? Halt einfach hier. Ihre Visage gefällt mir nicht. Ja, das ist mir total egal. Ihnen wollte ich das sagen. Ja, geht jetzt nicht. Fertig. Vielleicht hätte sie mal weitergeholfen. Da redet mit Ihnen, was wenn er fertig Sie ist. Was geht Sie das an, wenn ich einen Finger hochhebe? Was weil der Finger an? Kurz vor meinem Gesicht ist. Ah, vor Ihrem Gesicht. Hier, bitte. So. Bitte. Ich habe jetzt beide. Ja,
Das ist anders, als wenn er in die Richtung geht. So, stehen bleiben. Ich steh, bleib schon stehen, ich kann nicht, wanke nur. Ja. Das sind Drogenabhängige, die ein Aufenthaltsverbot haben. Die wurden also schon überprüft, als Drogenabhängige bestätigt sozusagen vom System. Und dann kriegen die ein Aufenthaltsverbot, dürfen sich hier nicht aufhalten, müssen das Gebiet verlassen. Und das ist schon ein paar Stunden her. Also das kann man auch nicht mehr rechtfertigen mit wir sind noch auf dem Weg aus dem Gebiet oder so. Angeblich war da noch ein Afghane mit einer roten Jogginghose, total ungepflegt, sogar 1,60 groß. Der hat das Telefon in der Hand gehabt und er wollte sich das einfach noch mal angucken. Ja, so. Und auf einmal war der weg und er hat das Telefon gehabt. Ja. Genau. Ja. Nicht nur ich, mehrere wollte ich jetzt angucken. Ja, aber ihr seid ja nur noch zu zweit. Die sind dann auf einmal alle weggerannt und haben euch mit dem Telefon alleine gelassen. Ja, genau. Am Wochenende wird man ganz oft angelogen. Und irgendwann sagt man schon so aus dem Scherz raus, das ist, hier sagt keiner mehr die Wahrheit, ne? Wir werden nur angelogen. Können die jetzt los? Ja, wir müssen ihn noch belehren, ne? Wegen Hehlerei. Ja, gut. Also, beschuldigt in einem Strafverfahren bezüglich Besitz von BTM. Welches? Und ne, das habe ich ja in der Tasche. Und ich bin nicht doof. Also, sammel die Flaschen ein, damit du gleich los kannst. Auch wenn die Männer dringend tatverdächtig sind, für eine Festnahme reicht es nicht. Tschüss. Tschüss. Der andere will oder kann nicht gehen. Hast du alles mir gelernt? Ja. Es interessiert ihn aber nicht. Nicht ansatzweise. Ich habe ihn gefragt, wie lange er schon konsumiert, ne? Er sagt, seit 30 Jahren. Und als ich ihn gefragt habe, warum, er ist als Kind sexuell missbraucht worden, misshandelt worden. Er hat mit 12 angefangen, Drogen zu nehmen. Naja, gut. Dann werden wir mal weitermachen, ne? Und schon werden die Beamten zu einem neuen Fall gerufen. Was ist denn? Könnt ihr euch mal um den jungen Mann da kümmern. Der liegt da schon seit 3 Stunden bei mir im Eingang. Der pennt da laufend und irgendwie ist der gar nicht ansprechbar. Ja, wir kommen gleich rüber. 5 Uhr morgens auf St. Pauli. Moin, hier ist die Polizei. Hey, verstehst du mich? Ja. Man macht sich Sorgen, weil du hier schon stundenlang sitzt. Muss dein Rausch auch schlafen? Kannst du laufen? Ja? Dann fahr doch am besten nach Hause. Wo musst du hin? S-Bahn, U-Bahn? Hallo? Vorsicht. Wo musst du hin? Hallo? Ja. Wo musst du hin? S-Bahn, U-Bahn? Weißt du nicht? Hast du ein Hotel hier? Auch nicht. Wo wohnst du denn? Wow. Portemonnaie dabei? Hast du einen Ausweis dabei? Ja. Dann vielleicht können wir dir helfen. Lässt sich das ja bestimmt klären. Komm, du schaffst das. Schon wieder die Zigaretten. Das wird nichts. So, wo willst du jetzt hin? S-Bahn, U-Bahn? Das kommt ja auch besser. Ja. Bitte. Ja. Dann los. So, dann so, komm. Höher. Gut, tschüss. Gut. Ciao. Jo, danke. So? Aber er hat einen guten Abend gehabt. Humor und Herz. Oft die wirksamsten Waffen an der Partyfront. Rund 22.000 Einwohner leben auf St. Pauli. An den Wochenenden drängeln sich zehntausende Touristen durch die Straßen. Unter der Woche bleiben die Hamburger unter sich. Der Kiez, ein Dorf in der Millionenstadt. Musik.
Auch Rolf-Jürgen Rajkowski alias Locke geht hier seinem sehr geregelten Alltag nach. Der 58-Jährige wohnt direkt auf der Reeperbahn. Jeder Morgen beginnt für ihn mit einem Gang zum Kiosk, drei Häuser weiter. Ich gehe mal runter, trinke mein Bierchen und dann gehe ich von hier aus ab. Seine tägliche Routine empfindet er als großes Glück, denn er kennt auch die Schattenseiten. Ich war ja so gesehen nach 12 Jahren auf der Straße. Ich habe dann eher, auch Schlafsack gehabt und Isomatten, alles. Jetzt bin ich froh, dass ich so ein Dach im Kopf habe. Da bin ich ganz froh drüber. Also ich würde es nicht nochmal machen auf der Straße. Auf keinen Fall mehr. Locke kam als Werftarbeiter nach Hamburg. Dann zerbrach seine große Liebe und es ging bergab. Aber er schaffte den Weg zurück. Ich bin jetzt fast 35 Jahre hier in Hamburg. Meine Heimat ist ja normalerweise in Aachen. Aber mir gefällt so Hamburg jetzt. Ich wollte ja auch Hamburg mal kennenlernen und so, aber jetzt fühle ich mich richtig gut. Das liegt auch an seinem Job. Locke hilft täglich anderen, denen es heute so geht wie ihm früher. Im Café mit Herz kümmert er sich um die Verlierer des Viertels. Dort bekommen sie, was sie zum Leben brauchen und sich nicht leisten können. Locke ist einer von insgesamt 40 ehrenamtlichen Helfern. Also heute mache ich Linseneintopf mit Reis und dann habe ich noch Bratwürste, mache ich gerade fertig. Und wenn wir alles fertig haben, dann mache ich noch Salat. Also ich habe drei Gerichte fertig. Das Café wird nur durch Spenden finanziert. Die Idee hatte ein Mann, den noch heute alle hier verehren. Ja, das ist der Holger Harnisch. Der ist der Gründer gewesen von Kaffee mit Herz. Der ist leider jetzt schon verstorben. Wenn wir den jetzt nicht hätten und sowas, dann würde Kaffee mit Herz nicht bestehen. Weil er hat dafür viel gekämpft. Für mich war er früher mal wie so ein Ziehvater. Er hat so ein bisschen aufgepasst, so gesagt. Ne? Dass ich nicht auf die schiefe Bahn gerate und so. Und das war sehr wichtig. Ne? Und dadurch habe ich gesagt, so, okay, jetzt gehe ich den Weg weiter. Ne? Und es geht wunderbar. Und so lange bin ich schon hier. Hab nie gedacht, dass es 20 Jahre werden nächstes Jahr. Hab nie gedacht. Jeden Tag kommen rund 300 Menschen. Eva Sachs und Brigitte Ebler gehören zu den Stammgästen. Ich verkehre hier seit 7 Jahren regelmäßig. Ich wohne auf St. Pauli und kannte das früher überhaupt nicht. Und das erste Mal hier drin, alleine auf keinen Fall. Ich glaube, wir Frauen haben mehr Scham. Da bin ich mit meinem Ex, der hat mich damit hier reingeschleppt. Eva Sachs hat viel mitgemacht. Wohnung wegen Eigenbedarf verloren, dann der Absturz in die Obdachlosigkeit. Mittlerweile erhält sie Grundsicherung und hat wieder ein Zuhause. Aber da fühlt sie sich oft einsam. Meine eigene vier Wände kenne ich. Ja? Und irgendwann, ey, nur da irgendwo rumsitzen und sagen, ja gut, ne? Viereckige Augen brauche ich nicht. Ne? Ich lebe alleine, ich bin alleine. Und wenn ich mal irgendwo lange nicht bin, ja, dann bin ich eben nicht da. Also da ruft mich keiner an und sagt, Biggie, ist was oder so. Nein, ich habe niemanden. Ich habe niemanden. Vorsicht! Wenn ich mich innen drin wohlfühle, dann fühle ich mich zu Hause. Ich kann bei mir innen drin anklopfen und sagen, hallo Eva und tschüss. Ja? Und das ist ja nicht nur so äußerlich, die Heimat als solches, sondern sich auch innen drin in der Seele wohlfühlen. Locke und die anderen Ehrenamtlichen bieten vor allem eins: Hilfe auf Augenhöhe für die, die am Rand stehen. Mahlzeit. Bitte sehr. Und als Dreingabe zur kostenlosen Mahlzeit ein netter Plausch, ein Lächeln, etwas Geborgenheit. Eine Auszeit vom Gefühl, ein Versager zu sein. Mahlzeit.
ausgebildete Hauswirtschaftsleiterin, ausgebildete Kinderpflegerin und Erzieherin. Und heute kann ich mir die Tapeten damit zupflastern. Ne? Hallo. Moin. Einmal alles auf der Kasse. Hier erzählt jeder seine ganz eigene Geschichte des Scheiterns. Ich bin obdachlos, weil meine Frau und mein Sohn gestorben sind. Ich bin gelernter Koch, ich hatte alles, ein Restaurant, alles, ein Haus. Aber wo meine Frau gestorben ist, für mich. Ich habe alles verkauft und bin reisen gegangen. Ja, wie man sagt, weggelaufen. Weil sie den Kopf nicht ausgehalten hat. Auch Brigitte Ebler stand irgendwann vor dem Nichts. Ich war im Showballett tätig, 23 Jahre lang, auf Tournee. Das hat sich aufgelöst, das Ballett. Und dann bin ich nach St. Pauli gekommen. Und dann bin ich hier hängen geblieben. Erst hielt sie sich mit kleinen Jobs über Wasser. Jetzt, mit 68, bekommt sie Grundsicherung. Ihre Miete zahlt die Stadt. Heimat, das ist, wo man sich wohlfühlt oder wohlfühlen muss. Und jetzt ist es nun mal St. Pauli. Doch, St. Pauli ist schon meine Heimat. Fast 35 Jahre lebt die ehemalige Tänzerin jetzt auf dem Kiez. Immer in derselben Wohnung. Aber die Nachbarschaft verändert sich. Die Junkies sitzen hier unten auf den Treppen und die Dealer stehen da drüben oder und dann hier die ganze Straße runter. Leider. Und man hat dann wirklich Angst. Man weiß ja nie, wie die Leute reagieren. Und als Frau schon, also wenn man alleine hier dann nachts rausgeht, ist es schon nicht angenehm. Leider. Leider. Aber es ist so. Man kann ja nichts machen. Das hat sich alles hierher verlagert, viel. Seit 5, 6 Jahren ist das so. Das gab es, als ich hier einzog, 1986, war alles okay. Trotz allem, dies ist nicht nur ihre erste, sondern soll auch ihre letzte Wohnung sein. Das wäre ihr Hauptgewinn. St. Pauli, das war einmal das Synonym für käuflichen Sex. Früher, da waren viel Schusswaffen im Spiel, da wurden Leute erschossen, solche Sachen. Aber auch die haben inzwischen festgestellt, dass Krieg schlecht fürs Geschäft ist. Und sie sind sich untereinander im Grunde einig, wenn sie es übertreiben, ich sage jetzt mal Stichwort Betrugstaten durch Prostituierte, dann haben wir natürlich auch unsere Möglichkeiten, da die Daumenschrauben anzulegen. Endzeitstimmung. Am Wochenende zeigt der Kiez dann wieder sein anderes Gesicht. Kai Ruge und Diana Kollmorgen auf Streifenfahrt. Das Partyvolk hat immer noch Reserven. Die meisten jedenfalls. Geht wie ein Zombie. Wie witzig. Er rafft das auch nicht, ne? Nee, der ist rappelvoll. Ja. Moin! Moin! Hey! Ja, die Augen zu. Ja. Das wird spätestens an der Simon von Utrecht Straße interessant. Hey! Geh mal runter von der Fahrbahn! Alter! Hey, hier ist die Polizei. Du wirst fast überfahren. Da ist der Gehweg. Kriegst du das hin? Verstehst du mich? Ja. Dann geh auf dem Gehweg weiter. Oder willst du überfahren werden? Original? Zombie. Da ist der Gehweg. Ja, nun los, rauf da. Oh Gott. Ja. Entweder man liebt es oder man hasst es. Und ja. Der harte Kern, der jetzt auch schon länger hier ist mit mir, wir lieben es halt. Fast alle, die hier sind, sind freiwillig hier. Und wenn jemand nicht freiwillig hier arbeiten möchte, weil er sich hier nicht wohlfühlt oder so, dann ist das in der Regel kein Problem, dass er die Dienststelle wechseln kann. Weil man muss halt so ein gewisses Flair auch dafür haben und hier arbeiten wollen. Wenn man jetzt jeden Tag hierher kommt und auf gut Deutsch eine Fresse zieht, weil ihm das überhaupt gar keinen Spaß macht, kommt man auch nicht weit.
Wer einmal sein Herz an St. Pauli verloren hat, der bleibt und möchte, dass sich möglichst wenig verändert. So wie in der ältesten Tätowierstube Hamburgs. Dort wurde schon mit der Nadel gearbeitet, als Hamburg noch in Trümmern lag. Heute ist Christian Koppermann dran, nicht ganz freiwillig. Es war auch eine Idee meiner Frau, die meinte dann, irgendwie könnte ich dann auch mal so irgendwas Familienverbindendes, wie auch immer. Und dann wollen wir halt mal gucken. Ich möchte eine Lilie machen und da drin verschlüsselt dann die vier Anfangsbuchstaben der vier Kinder. Also nicht offiziell oder nicht optisch gut erkennbar, sondern versteckt. Es wird eine der letzten Arbeiten von Chef Günter Götz sein, denn er hört auf. Er hat Christian nur noch angenommen, weil dessen Sohn bereits Kunde war. Ich hoffe, dass alles gut wird. So, dann kannst du damit schon mal in den Spiegel gucken. Mhm. Gut aus. Dann würde ich dich bitten, noch eine Einverständniserklärung auszufüllen. Machen wir das. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass Tätowieren Körperverletzung mit Vorsatz ist. Und genauso wie beim Arzt muss man bei uns auch unterschreiben. Das allererste Tattoo, die ersten Stiche. Für jeden Kunden immer etwas Besonderes. Das geht unter die Haut. Sag mal, vom Schmerz her mehr als ein Zahnarzt. Da kann die Kundin gleich nebenan nur schmunzeln. Eine Erfahrung, die auf jeden Fall süchtig macht. Ich glaube, das kann so ziemlich jeder Tätowierte unterschreiben. Aber auch das Hochgefühl, eben, wenn man hier fertig ist, wenn man vorm Spiegel steht. Also das schüttet wirklich ein ganz, ganz tolles Glückshormon, glaube ich, aus, was echt so auch so ein bisschen Suchtfaktor hat. Man sagt das ja, wenn man einmal angefangen hat, hört man nicht wieder auf. Wir werden sehen. Also ich weiß, mein Sohn, der hat schon das zweite Motiv sich gerade ausgesucht. Günter Götz fing 1979 zunächst als Aushilfe an. Da gab es das Studio schon 33 Jahre. Es war mein Start in Hamburg, St. Pauli. Ich habe mich hier wohl gefühlt. Für mich hat sich alles hier nur um das Tätowieren gedreht. Und Tätowieren war für mich der Lebensinhalt. Der frühere Inhaber Herbert Hoffmann, hier in der Mitte, war Tätowierer aus Leidenschaft und in den 60er Jahren eine große Nummer in der Branche. Vor dem Dritten Reich war das Tätowieren überall gang und gäbe. Die Bergleute waren tätowiert, die Seeleute waren tätowiert, die Soldaten waren tätowiert. Hitler hat gesagt, tätowiert sind nur Asoziale und Verbrecher. Die sitzen im KZ und die arische Rasse wird nicht tätowiert. Hier in Deutschland wurde das Tätowieren erst wieder Mode mit MTV und Viva, was natürlich auch sehr viel Tätowierer auf den Plan gerufen hat. Damals waren hier auf dem Kiez, als ich angefangen habe, 15 Tätowierer. Heute haben wir in Hamburg 1000 Tätowierer. Die große Konkurrenz, eine Herausforderung, auch für Günthers Nachfolger. Vor dem Café mit Herz warten Locke und sein Kollege auf Nachschub. Umsonst Essen von der Hamburger Tafel. Na, alles gut? Alles Roger. Selbst auch? Was genau geliefert wird, ist immer eine Überraschung. Wir haben heute hier Gemüse, Weintrauben, Obst. Dann weiß ich jetzt Suppengrün und sowas für Suppe. Das ist der Obst, Weintrauben gibt es jetzt. Auf der anderen Seite machen wir für das Frühstück fertig. Das wird jetzt alles hier abgeliefert. Wieder einmal fette Beute. Ein Lieferwagen voller Lebensmittel. Mega. Bitte schön. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Im Café mit Herz reicht das aber gerade mal für einen Tag. Das Beste suchen wir uns raus und was nicht mehr wirklich so gut ist, müssen wir leider entsorgen. Ohne was jetzt einmal irgendwas verschimmelt ist, wie hier das hier, kann man leider nicht mehr anbieten. Das klappt heute, ja, heute ist Chor, ja. Das ist jetzt Fleisch,
Hähnchen und sowas, da machen wir morgen Schnitzel raus. Das ist Joghurt, da mache ich morgen Nachtisch raus. Nee, der kann weg. Aufgewacht. Locke weiß, wie schnell es bergab gehen kann. Früher war er Werftarbeiter. Heute bekommt er Hartz IV. Seinen Kindern zahlt er davon noch Taschengeld. Und für mich zum Leben sind das noch 150 Euro. Aber ich komme im Moment gut klar. Wie man das macht. Aber ich habe im Moment keine Schwierigkeiten mit. Läuft. Kleiderkammer, Essen und sowas, wenn was übrig bleibt. Und die Sachen, da kann man uns auch dran bedienen und sowas. Also das klappt wunderbar bisher. Nicht nur Essen, auch gespendete Kleidung gibt es kostenlos. Die Überflussgesellschaft, hier hat sie ihr Gutes. Haben Sie noch Sommerhemden? Doch, wir haben noch Sommerhemden. Und wenn denn wo? Welche Größe möchten Sie denn? Ich habe meistens so ML, also 41 zu 42. Es geht mehr, also mehr um warmes Essen, weil es ja alles heute so teuer ist. Ne? Gönnen mir das schon mal sowas mal? Mal, aber es ist selten. Das ist selten. Das ist ganz, ganz, ganz selten. Beispiel, ein Döner-Teller esse ich ganz gerne. Sie wissen ja, wie teuer einer ist. Und das ist eher mal, was ich mir gönne, aber es ist ganz selten. Richtig dabei ist es auch nicht. Mehr so hell mit dunkel drin, sag ich mal, ne? Mir das schien es nicht, aber das würde ich uns mal gerne sehen. Ja, das ist genau richtig. Ja, klasse. Die Leute erzählen natürlich viel, auch wie sie in dieses Elend hineingekommen sind. Und da wundert man sich natürlich doch. Ne? Es sind ja auch viele, die einen ganz normalen Job hatten, die dann durch Scheidung, durch Alkohol eben alles verloren haben und dann hierher kommen. Ne? Ich bin in einer WG. Also ich wohne mit Ricky und Martin Jens, aber die kennen sie jetzt nicht. Und mit denen bin ich, also die... Ja, das sind auch so welche, die betteln auch. Ich mache das eher so mit Pfandflaschen und so. Eher so, ja, weil ich immer so sage zu mir, die Leute geben nichts. Also sage ich mir immer so, du hast manchmal auch Glück, dass dann mal welche was geben dir. Also heute hatte ich Glück, hatte ich jemanden auf dem Hauptbahnhof, der hat mir den Euro gegeben. Also es ist ganz selten, aber dass es sowas gibt. Fast, auch, ne? Fast noch wichtiger als die Kleiderspende, das Gefühl, willkommen zu sein. Ja, mehr so dunkle Sachen. Ja, ja. Oder, nee, sag ich, vielen Dank. Ja, alles klar. Gut. Brauchen Sie eine Tüte? Nee, das nehme ich so. Ja, das nehme ich so. Schönen Tag noch, ne? Ja, wiedersehen. Tschüss. Im Tätowierladen auf dem Hamburger Berg nimmt Christians Tattoo langsam Gestalt an. Das Motiv? Eine ganz persönliche Angelegenheit. Das ist meine komplette Familie, die da drin verewigt wird. Die Blume für meine Frau und die 4 J's für die 4 Kinder. Jamal, Jascha, Jasmin und Jirka. Das kann ich nicht so sehen. Ich habe schon alle einmal durchprobiert. Ja. Bekenntnisse, verewigt für ein ganzes Leben. Doch mit dem Älterwerden verwandeln sich Herzenswünsche manchmal in Jugendsünden. Das ist so ein buntes Sammelsurium an Cupcakes und kleinen Schädelchen, Kirschen, Sternen. Schleifen, Würfel, Ja, da war ich halt nicht sehr glücklich mit. Und dafür bin ich jetzt umso glücklicher, dass es so super schön ist. Ja, wir brauchen irgendwas, was sehr flexibel, sehr individuell ist, wo man viel überdecken kann, was viel schwarze Linien hat. Und ja, da hat Käthe halt einen Oktopus draus gezaubert. Cover-up heißt diese Technik. Sie wird immer öfter nachgefragt. Vielleicht aber nicht von denen, die sich erst in der zweiten Lebenshälfte dafür entschieden haben. So wie Christian. Für viele Tattoo-Fans ist das Tätowieren keine einmalige Sache, sondern ein lebenslanger Prozess. Der Körper als Leinwand. Aber es war nicht das Letzte. Definitiv nicht. Es geht die ganze Zeit immer so weiter. Also... Lass mich jetzt, so relativ regelmäßig seit, ich weiß gar nicht, so seit 7 Jahren ungefähr tätowieren, würde ich sagen. Also es ist immer so phasenweise, dass man dann tatsächlich erstmal Ruhe hat und irgendwann packt es einen dann halt wieder, ne? Einfach dieses Gefühl, dass man was gemacht hat, was man ja wirklich nur für sich macht. Das machst du ja nicht für irgendjemanden selbst, sondern du gönnst dir da irgendwas für dich
ganz persönlich. Sebastian Markowski, der neue Inhaber der Tätowierstube. Vorgänger Günter Götz zieht sich zurück. Ein Abgang mit Bedacht. Meine Idee ist eigentlich, dass ich erstmal das Geschäft erhalten möchte. Sonst hätte ich es ja Sebi gar nicht übergeben müssen. Da hätte ich das Haus gleich verkauft. Dann wäre das Geschäft hops gegangen. Damit der Ansprechpartner für alle Kunden. Und ja gut, dann nachmittags in Flut. Aber das ist nicht meines. So bin ich nicht. Und solange es mir einigermaßen geht, würde ich das Haus nicht verkaufen, alleine schon im Interesse des Geschäftes. Es ist auf jeden Fall eine sehr große Ehre, das muss ich schon mal sagen, so, dass Günther mir das Geschäft übergeben hat und dass er will, dass es so weitergeführt wird. Und für mich ist es eine Chance, das irgendwie auch so weiterzuführen. Tradition. Unter alten St. Paulianern Kult. Lange nicht gesehen. Ja, wiedererkannt. Ne? Besuch aus München. Das Gesicht kenne ich ja auch noch. Ja, ja, hier habe ich angefangen, mich tätowieren zu lassen in den Laden. 1996. Und ja, und auch der Chef war bei dem bei mir schon zu Gange dran. Ich habe sogar noch eins von denen da an der Wand, von den Motiven. Genau der, ja. Der alte Hoffmann-Adler. Der alte Hoffmann-Adler, genau. Der war allerdings ohne Farbe, oder? Der war mit Farbe. Mit Farbe? Ja, ja. Braun-Gelb? Braun war. Braun-Gelb. Braun-Gelb. Ja, das war so der Anfang. Und dann sagt er, du kommst wieder. Ja, ja. Du kommst auch wieder. Wenn du einmal angefangen hast, hör nicht wieder auf. Christian Koppermann hat an diesem Tag angefangen und ist gespannt auf das Ergebnis. Im Café mit Herz bereitet Rolf-Jürgen Rajkowski alias Locke alles für den Höhepunkt der Woche vor. Chorprobe mit Gästen und Ehrenamtlichen. In Michel sind wir aufgetreten, in der Musikhalle sind wir aufgetreten. Und dann irgendwann mal hat sich das so ein bisschen auseinandergelaufen. Dann haben wir eine Pause gemacht und jetzt wurde ich gebeten, das nochmal aufzunehmen. Und darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Musik ist, sage ich immer, wie beten, nur noch schöner. Und es heilt die Seele, es gibt Motivation, Inspiration. Das ist für mich so die wichtigsten Gründe. Komm doch, liebe Kleine, sei nicht meine, sag nicht nein. Du wirst bis morgen früh um 9 meine Herz allerliebste sein. Vor knapp 70 Jahren hat Hans Albers die Reeperbahn nachts um 12:30 besungen. Und bis heute ist es die St. Pauli-Hymne geblieben. Nach Hause gehen. Das hat Locke lange Zeit vermisst. Inzwischen wohnt er mitten auf der Reeperbahn. Petra. Hier gibt es Zimmer für jene, die sich andere Wohnungen nicht leisten können. Chefin, Vermieterin und die gute Seele Petra Knecht. Ich habe mehrere Kneipen gehabt im Laufe meines Lebens. So richtige Eckkneipen, so Bierkneipen, wo man sich wohlgefühlt hat, wo man gedacht hat, das ist sein Wohnzimmer. Ne? So. Und so ist es eben hier auch. Und deswegen kenne ich viele Leute und St. Pauli ist denen ihre Heimat, meine eigentlich auch. Wir haben früher hier alle zusammengehalten, es kannte jeder jeden. Das war ja wie ein Dorf hier. St. Pauli ist eigentlich ein Dorf. Der beste Chefin. Komm schon. Dankeschön. Hast du das gehört? Der beste Chefin. Der beste Chefin. Chefin, ne? Dankeschön. Da gibt es nur eine Chefin. Ja, dann siehst du. Wer will, findet hier immer jemanden zum Reden. Mein. Geschlechtsführer. Mein Geschlechtsführer. Das Haus. Eigentlich eine riesige Wohngemeinschaft. Hier guckt jeder auf jeden und wir gucken, dass niemandem was passiert. Und deswegen haben wir auch diesen Aufenthaltsraum hier. Hier wird die Post geholt, damit wir immer sehen, leben die noch alle. Weil es kann ja manchmal ganz schnell gehen, das haben wir ja nun schon ein paar Mal erlebt. Und dann ist das natürlich auch immer lieb, mal zusammenzusitzen, Geschichten zu erzählen, auch Spaß zu haben. Und das tut den Seelen natürlich auch gut.
wenn sie jemanden mal zum Reden haben und so weiter und so weiter, ne? Auch Locke trinkt an der Hausbar regelmäßig sein Bier. Er weiß, hier passt man auf ihn auf. Sein Zimmer, 10 Quadratmeter, Toilette auf dem Gang. Das ist jetzt so gesehen mein Zuhause, ja. Weil ich möchte auch nicht mehr woanders hin. Also, gut, ich könnte jetzt zwar ohne hier so bei meinem Sohn ohne so, die sagen ja auch, nein, Kinders, ich bleibe hier. Ich fahre lieber, wenn ich Urlaub habe, fahre ich zu euch, aber hier auf der Meile bleibe ich. Also, hier kennt man keiner mehr raus. Also, das ist mein Reich und da werde ich alt werden. Das bleibt auch so. Auch im Tattoo-Salon bleibt es so, wie es ist. Trotz des Generationswechsels. Ein bisschen Wehmut ist in diesen Tagen dabei, denn der Chef wird gehen. Gleich hat Günter Götz sein letztes, neues Tattoo fertig. Danach betreut er nur noch Stammkunden. Bei der Übergabe an seinen Nachfolger hatte er auch seine Mitarbeiter im Blick und hat das Haus deshalb nicht verkauft. Ich wohne ja jetzt schon seit 6 Jahren hier, arbeite schon seit 8 Jahren hier und finde das total super, dass das auch genauso weitergeht, also dass sich da einfach nicht viel ändert, weil das ja nun mal arbeitsmäßig genauso wie fürs Wohnen einfach mein Zuhause ist, so das Haus. Die selbstständigen Mitarbeiter behalten ihren Arbeitsplatz. Die Tradition der ältesten Tätowierstube, sie wird fortgeführt und der Seniorchef, er darf immer mal vorbeischauen. Ich wünsche mir, dass Günther, solange er noch sich bewegen kann und wenn nicht, dann holen wir ihn, einfach hier auch gerne sitzt, einen Kaffee trinkt und mit den Leuten redet. Also das ist für mich überhaupt gar kein Abschied. Also hoffe ich zumindest, dass er das auch so sieht und hier so, weil das ist so das, wie ich mir vorstellen kann, dass es irgendwie auch schön ist, auch für den Laden, auch für ihn. So, dann würde ich dich jetzt mal bitten, einmal zum Spiegel. Einmal zum Spiegel zu gehen. Das Tattoo. Eine Liebeserklärung an die Kinder. Ihre Anfangsbuchstaben sind darin versteckt. Das ist cool. Cool. Was denkst du, was deine Frau sagt? Wird ihr gefallen. Ja. Weil es ja auch ein Statement für die Familie ist. Vor allem, wie gesagt, diese subtile Verschlüsselung des Ganzen eigentlich. Das ist das, was ich so persönlich so interessant finde. Ne? Weil das ist ja einfach nur eine Symbolik, die eben halt nicht jeder Mann kennt oder jede Frau. Viele werden sich fragen, wieso machst du dir als Kerl so eine Blume? Aber also, ist so. Ich brauche immer etwas zum Tätowieren. Cool. Tschüss, Anja. Ja. Wir sehen uns morgen. Auch wenn Tätowierer Günther nur noch ab und zu vorbeikommen wird, St. Paulianer wird er bleiben. Tschüss. Tschüss. Ciao. Einmal St. Paulianer, immer St. Paulianer. Okay. Tschüss, alles zusammen. Tschüss.